dass die Euphorie riesig da war. Auch wir haben damals eine Corona-Phase gehabt. Das war noch eine begrenzte Zuschauerzahl. Waren 500 Zuschauer zugelassen, waren auch 500 da. Ne, im Rückspiel waren, glaube ich, 450 bei uns. Ich glaube, in Saarstedt hätten wir wahrscheinlich an die 1000 Zuschauer gehabt. Da sieht man, was in Hillesheimer Fußball, wie die Leute hungrig sind auf Derbys, auf interessante Spielweise, auf guten Fußball. Ne, nichts gegen Wetschen oder so, aber wenn nach Wetschen fährst, ne, wenn ich die Leute da frage, wo liegt ein Wetschen? Kein Mensch weiß, wo Wetschen ist. Nichts gegen Wetschen, die haben bei uns sogar geschlagen 1-0 und haben dann 100 Zuschauer mitgebracht. Ne, aber ich spiele lieber gegen Saarstedt, gegen Alfe, gegen Nervos, gegen Einum, weil ich dann weiß, da brennt der Baum, da ist richtig was los, Zuschauerzahlen sind da, ist interessant, wie viele Sommer-Szene, jeder will dann Barmenstedt schlagen, weil wir sind eben der gestandene Verein in der Landesliga, wir sind die Nummer 2 in Hillesheim nach VV und wir wollen auch die Nummer 2 bleiben. Unabhängig, wer jetzt aufsteigt, ich wünsche euch den Aufstieg, aber die Niederlagen gegen uns müsst ihr einkalkulieren.